Für Kinder und Jugendliche in Mecklenburg-Vorpommern sind die Sommerferien vorbei. Es ist das erste Bundesland, in dem der Schulunterricht wieder beginnt, unter besonderen Corona-Bedingungen. Die Maskenpflicht gilt im Flur, aber nicht im Klassenraum. Wir haben einen für unsere Schule gestrickten Hygieneplan. Und diesen Hygieneplan müssen alle Schüler erst einmal verstehen. Wir informieren sie und die müssen wir auch erstmal üben. Mehrere Jahrgangsstufen, meistens zwei, werden zu definierten Gruppen zusammengeschlossen. Innerhalb dieser Gruppen muss der Mindestabstand nicht eingehalten werden. Durch zeitversetzten Unterrichtsbeginn sollen sich diese Schülergruppen möglichst nicht begegnen. Damit sollen etwaige Infektionsketten leichter nachverfolgt werden können. Praktischerweise werden dann die Kontaktdaten aufgenommen und die definierten Gruppen werden dann dementsprechend wahrscheinlich in Quarantäne geschickt. Also eine Stufe 9., 10. Klasse wird dann entsprechend, wenn die Kontakte nachverfolgt werden können, gemacht. Es werden Testungen ergeben und wir hoffen dann, dass eben nur diese betroffenen Gruppen eben nach Hause geschickt werden und nicht wieder die ganze Schule. Das ist eine klare Forderung von uns als Eltern auch, weil der Stoff, der verloren gegangen ist in den letzten Wochen, doch irgendwo wieder aufgeholt werden muss. Die Schüler dürfen sich nicht zur gleichen Zeit im Flur aufhalten. Pfeile weisen auf die vorgeschriebene Gehrichtung hin. Auch auf den Toiletten gelten strikte Hygienevorschriften. Jede Gruppe hat ihre eigene Toilette. Schüler sollen den Türgriff mit Papiertüchern sauber machen und diese erst draußen im Mülleimer entsorgen.